Duras sagt, und das vielleicht ganz am Anfang, wenn ich Sie, wenn ich euch hier sitzen sehe, sie sagt, gerade in einem Haus ist man alleine und nicht außerhalb von ihm, sondern drinnen. Im Park gibt es Vögel und Katzen, einmal war da ein Eichhörnchen, auch ein Frettchen. In einem Park ist man nicht allein, aber in einem Haus ist man so alleine, dass man sich manchmal verirrt. Das hat sie in einem Text geschrieben, der Ecrire heißt, also Schreiben 93, also kurz vor ihrem Tod. Und das Haus, von dem sie spricht, dieses spezielle Haus, in dem Duras sich immer wieder zurückgezogen hat, befindet sich in Neuf-le-Château, das ist in Ile-de-France, in der Nähe von Versailles. Und Duras spricht davon, wie sie eigentlich immer das Schreiben ihrer allerersten Bücher, die zum Teil auch dort entstanden sind, wie sie das immer bei sich behalten und mit sich getragen hat. Also den Moment, in dem das Schreiben, wenn Sie so wollen, einbricht, sich ereignet und Raum schafft. Und einer dieser Räume eben, der so tief mit ihrem Schreiben verwurzelt ist, war eben dieses Haus. Und sie hat immer wieder an anderen Orten hat sie das gesucht und hat auch ein bisschen versucht, es, sagen wir, wiederherzustellen. Wiederherstellen, also seine Zimmer, von denen sie sagt, man kann die Länge nach darin herumgehen, seine Objekte, den Atem, das Licht dieses Hauses, die Gewohnheiten, auch den Alkohol. Eine Art Raum im Raum. Und bevor sie es kaufte, und das habe ich interessant gefunden, bevor sie das Haus gekauft hat, hat sie Nachforschungen angestellt, um herauszufinden, ob schon einmal vor ihr jemand anders dort gewesen sei, der auch geschrieben hätte. Schreiben, écrire, so wie sie es begriffen hat. Und dieser eine Satz, der sich immer wieder in meinem Kopf verfangen hat, seit ich vielleicht das erste Mal vor knapp 20 Jahren ihre Texte gelesen habe, écrire, c'est tout. Schreiben, das ist alles. Alles, was möglich ist, alles, was nötig ist, alles nicht mehr als das, alles, worum es geht und zugleich écrire, je peux pas, personne ne peut. Ich kann nicht schreiben, niemand kann das. Écrire, c'est tout. Sie wirft uns diesen Satz entgegen mit Wut und Werbe, mit Zärtlichkeit und Trotz, als Frage und als eine Art Verunsicherung, die sie vielleicht ihr ganzes Leben lang begleitet hat. Und zugleich mit einem Lachen, im Wissen um die Unumgänglichkeit des Schreibens, um seine Bedingungslosigkeit. Im Wissen darum, dass das Schreiben keine Entscheidung ist im Sinne einer Wahl für oder etwas vorher Gefasstes oder Gesichertes oder vorher Entworfenes. Écrire, c'est tout ist fest eine Art Kampfansage, eine Affirmation, die doch nicht als Fixierung, sondern immer als Adressierung existiert. Die mehr ist als eine rhetorische Figur, dass sie das Sprechen und dass sie das Denken immer schon durchkreuzt. Eine Adressierung, die sich nicht in der Höflichkeit einer Antwort, die sie abwarten würde, auffällt, die zaudernd bleibt und zugleich nach vorne prescht. Ein physisches Stolpern, ein sich hinwenden an das eigene Tun, immer und immer wieder. Ein sich hineinwerfen, kopflos wie das Schreiben selbst, überstürzt, wie Markus vielleicht sagen würde. Ich sitze in einer Wohnung an einem Tisch und noch bevor die Statik der Wörter überhand nimmt, ist das Geräusch des Schreibens zu hören. Der Stift schleift über das Papier, kritzelt über die Linien des Notizbuches, schnell, zu schnell. Bleistiftspitzen treffen auf das Blatt, irgendetwas kratzt, als wolle es sich dem Schreiben sperren, das R, écrire, das ganz hinten im Rachen sitzt. Immer darauf bedacht, uns zum Auslassen eines Buchstabens oder eines Gedankens zu verführen, ihn schlicht zu vergessen, um dann später seinen Widerstand zu spüren, wenn uns die Lücke des Entwichenen entgegenstarrt. Stifte, die über die Ränder des Blattes schießen, die Handflächen ziehen über die fasrige Textur, unterbrochen von den Akzenten der Satzzeichen. Wörter, die sich zurückziehen, deren Bedeutung sich hinten anstellt, um Raum zu schaffen. Für Unterbrechungen und für Leere. Geräusche des Schreibens, Körperlaute, die ein bisschen an das morgendliche Aufwachen erinnern, an eine Zeit, einem Suchen, das vielleicht mehr dem Atem gehört, dem inneren Sound, dem Berühren des Körpers von innen, einer Berührung, die nicht zuerst über Form nachdenkt, über Schreiben, Linien, Kreise. Wimmernd und klappernd,
Wenn ich die Augen schließe und die Ohren mir zuhalte, erinnere ich mich oder erinnere Dürers mich, wenn Sie so wollen, an eben diese Geräusche, daran, wie sie die Stimmen von außen ins Innere verlagern. Verzerrte, verschwommene, abgelegte Stimmen, wie die abgelenkten, die zweckentfremdeten Körper eines Schreibenden. Körper, die im Schreiben sind, vom Schreiben getragen, Körper, die das Schreiben sind. Jede Berührung hinterlässt seine Spur. Der Körper des Schreibenden kommt nie wieder in selber Weise zu sich selbst zurück, zu seinem Ausgangspunkt. Er ist durch die Berührung in und mit dem Schreiben immer schon anders, beeindruckt, neu ausgerichtet und in seiner eigenen Form verändert, in seinem Rhythmus, seinem Tonus, seinem Geruch. Écrire, c'est tout. Dürer sagt, das Schreiben kommt wie der Wind, es ist nackt, Tinte, Geschriebenes und es geht wieder wie nichts anderes im Leben, außer das Leben selbst. Und dieses Schreiben, von dem sie spricht, würde ich sagen, ist vorrangig an niemanden gerichtet. Es sucht einen Körper, der sich dem Schreiben zur Verfügung stellt, sich bereithält, ihm einen Körper borgt, eine Art Gastmedium ist, verfügbar, bewohnbar, zum Teil des Schreibens wird, das sich breit macht im Körper, ohne je eins mit ihm zu werden. Ihr Verhältnis ist freundschaftlich. Ein Körper, der im Zuhören begriffen, in dessen Arbeit das Zuhören ist. Porös, durchlässig, widerspenstig, wie ein Gespenst. Aber den Körper dem Schreiben zur Verfügung stellen, was heißt das? Wenn ich an Dürers denke, kommt mir immer wieder ihre Stimme in den Sinn. Das Drängeln ihrer Stimme, sanft und bestimmt, eine Art tiefe Dringlichkeit, die sie oder die ihr Schreiben anzutreiben scheint, die es trägt. 1968 hat sie einen Text veröffentlicht, La Monte Anglaise, ein Theaterstück, eine Pièce radiophonique, ein Hörspiel. Und in diesem Stück gibt es eine Figur, Marie-Thérèse Bousquet, die sie so beschreibt. Sie sagt, sie sei, und ich zitiere, taub und stumm, eine enorme Masse von taubem Fleisch, aus deren Körper manchmal Schreie herauskamen. Sie kamen aus dem Körper, nicht aus dem Hals, sondern aus der Brust. Und dieser Körper ist auch der Kern des Textes. Er wird, um Ihnen ganz kurz eine Idee zu geben, er wird zerstückelt aufgefunden in verschiedenen Zügen, in verschiedenen Richtungen, Bahngleisen in Belgien. Und in dem Text findet dann so eine Art Befragung statt mit der Person, die für das Verbrechen verantwortlich ist, nämlich die Cousine Claire Lannes. Und ich möchte Ihnen kurz einen kleinen Teil aus dem Text vorlesen. Claire Lannes, also die Mörderin sozusagen, sagt, wissen Sie, mein Herr, im Garten hatte ich einen Deckel aus Blei über meinen Kopf. Die Ideen, die ich hatte, hätten diese Haube durchkreuzen müssen, um, sagen wir, damit ich ruhig gewesen wäre. Aber das gelang Ihnen nur ganz selten. Meistens sind die Ideen wieder auf mich draufgefallen. Sie blieben unter dem Deckel und wimmelten weiter. Manchmal war das so schwer, dass ich mehrmals daran dachte, mich umzubringen, um nicht mehr zu leiden. Und doch manchmal, da durchdrangen sie den Deckel für einige Tage. Ich bin nicht verrückt, mir ist klar, dass sie nirgendwo hingingen. Aber im Moment, wo sie mich durchkreuzten, zu ihrem Flug ansetzten, da war das Glück so groß, dass ich fast an Wahn geglaubt hätte. Ich glaubte, man würde mich denken hören, dass diese Gedanken auf der Straße zerbersten würden wie Gewehrschüsse. Manchmal drehten sich die Leute auf der Straße um, als hätte man sie gerufen. Ich glaube, ich hätte das glauben können. Den Körper also dem Denken zur Verfügung stellen. Die Spuren verwischen, Erinnerungen nicht mehr spüren, sie verloren haben. Finger, die sich langsam nach oben winden, die Luft berühren, in ein Gewebe von Realität, fassen, vorsichtig, fordernd und doch voller Zuversicht. Der Körper, der nach dem Denken greift, nach diesem Denken, was genau jetzt, genau in diesem Moment im Raum ist. Der den verlorenen, den verschossenen Gedanken nachfasst, wartet, bis sie fallen, vielleicht in einen anderen Körper. Mit dem Denken sein als Körperdenken sein. Den Körper zur Verfügung stellen. Hier geht es sicher nicht um Selbstaufgabe. Schreiben kann nicht ohne Körper sein.
Aber es geht um eine Absage an Beliebigkeit und an Rückzug. Es geht um einen Körper, der als schreibender Körper in seiner Singularität immer doch ein Körper unter anderen Körpern ist. Aber einer, der sich nie in einem geschützten, abgeschotteten Raum aufhalten kann. Der schreibende Körper kann nicht unschuldig oder gleichgültig oder neutral sein. Er ist immer schon dabei, beteiligt, mischt sich ein. Écrire, c'est tout. Der Körper, der schreibende Körper von Marguerite Duras ist seul, einsam, alleine. Ohne andere Körper oder sagen wir ohne andere schreibende Körper, ohne andere lesende Körper. Sie sagt, ich zitiere sie noch einmal, die Einsamkeit des Körpers ist die Einsamkeit des Schreibens selbst. Es ist das Einzige, was sie nie verlassen habe. Immer wieder erzählt Duras davon, sagt sie, es sei die Aufgabe des Schriftstellers, das Alleinesein, die Einsamkeit zu machen, sich in einem Loch auf dem Boden eines Loches zu befinden. Einsamkeit machen, Telefon ausschalten, die Stimme ausschalten, aber ich glaube, es ist nicht die physische Isolation zuerst, das Privatsein, um die es ihr geht. Zum Beispiel das Haus, was ich eingangs erwähnt hatte in Nöfle, war ein Haus, in dem sie immer viele Gäste empfangen hat. Und oft erzählt sie auch von ihren Spaziergängen mit den Dorfbewohnern, von den Kindern, die im Park spielten. Also es war nicht so sehr das physische Alleinsein, was sie angesteuert hat. Aber vielmehr sagt sie, dass sie vor dem Schlafen immer ihr Gesicht verdeckt habe, da sie Angst vor sich selbst hatte. Und vielleicht ist es genau das, die Einsamkeit, das Alleinsein machen, es üben, es ausführen. Das Gesicht verdecken, Körper, Gesten um sich herum abstreifen, zulassen, dass die Masken von unseren Gesichtern fallen. Die Masken, die wir mit uns tragen. Den Punkt und den Moment, den Umschlag ansteuern, an dem die Wimpern die Haut berühren. Und das Öffnen und das Schließen der Augen für einen ganz kurzen Moment zusammenfallen, nicht mehr unterscheidbar sind, wo Erkennen und Erinnern, wo Fiktion und Realität denselben Ort meinen. Die Einsamkeit, sagt Duras, ist überall. Sie gehört der ganzen Welt und vielleicht ist sie banal. Und es gibt nichts zu teilen, nichts zu diskutieren, nichts mit anderen zu besprechen, nichts, wie sie sagt, was wir lesen lassen können. Aber ich denke, Alleinsein ist nicht gegen eine Gemeinschaft gerichtet, vielmehr Alleinsein, um mit dem Schreiben sein zu können. Noch einmal zurück zu Écrire, dem Text, und noch einmal ein Zitat. Ein Schriftsteller sagt, sie ist merkwürdig, ein Widerspruch und ein Nonsens zugleich. Es bedeutet zu schweigen, ohne Lärm zu brüllen. Ein Schriftsteller ist auch erholsam, oft hört er zu. Er spricht wenig, denn es ist unmöglich, jemand von einem Buch zu erzählen, das man geschrieben hat, und schon gar nicht von einem, das man gerade schreibt. Das ist unmöglich. Es ist ganz anders als das Kino, dem Theater und anderen Spektakeln völlig entgegengesetzt. Es ist das Gegenteil von jeder Lektüre. Und das sei das Schlimmste. Für Duras, und das ist ein Punkt, wo ich ein bisschen bleiben will, sie sagt, ohne die Einsamkeit, ohne das Alleinsein gibt es kein Schreiben. Vielleicht fällt es auseinander und verschwindet, allmählich. Im Tumult um die Individualität des Autors, im Wahn um die Produktion und die Repräsentation eines Bildes oder einer Geschichte, im Versprechen von Talent und Inspiration. In der Suche um eine schnelle Idee verliert das Schreiben sein Blut und der Schreibende und die Lesenden erkennen das Schreiben nicht mehr. Was Duras beschreibt und wogegen sie sich wendet, ist vielleicht genau der Moment, wenn die Form des Denkens und die Form des Schreibens zum Schreiben selbst werden, Selbstzweck. Wenn Schreiben Produktion von Literatur, Ideen, Geschichten und so weiter meint, wenn Schreiben sich in Referenzen, Einschreibungen, Anknüpfungen und Einordnungen aufhält oder sich darin erschöpft, sich in Bewegungen der Wiederholung verfängt, fleischlos wird, ohne Körper. Dann, wenn Schreiben dem Aufknallen der Gedanken auf der Straße, wie Claire Lannes beschrieben hat, und dem Handeln, was potenziell damit verbunden ist, nicht mehr vertraut, ihm ausweicht.
Dann, wenn Worte Worte und Bewegungen Bewegungen beschreiben und sich nach und nach aushöhlen. Dann, wenn die Wiederholung die Differenz verwischt und Gegenteiliges plötzlich wie dasselbe daherkommt. Unakzeptierbares akzeptierbar macht, die Ausnahme um Erlaubnis fragt. Handeln sich nach der Beglaubigung des Sichtbaren ausrichtet. Und hier, und das ist für mich vielleicht persönlich der wichtige Punkt, hier gibt es einfach auch eine ethische oder politische Frage an uns, die wir schreiben und lesen und zuhören und tun. Ein Text also, der auf der Annahme einer konstanten, einer absoluten, einer übergeordneten Bewegung des Schreibens basiert, beziehungsweise es als seine Aufgabe annimmt und anzieht, eben dieses zu produzieren, eine konsistente Bewegung zu schaffen, ein Körper, wenn Sie so wollen, im Gleichgewicht, ausbalanciert, ausgeglichen, in Ordnung gebracht, einen solchen Körper herzustellen. Ein solcher Text schließt das Schreiben aus. So aus meiner Sicht das Phantom eines universellen, gleichen Körpers mit seinen wiederholbaren, zähmbaren, gezähmten Bewegungen das Tanzen ausschließen würde. Denn eine solche, sich wiederholende physische und denkende Bewegung zielt auf Fixierung ab. Sie ist mit sich selbst beschäftigt, sie ist fast im Sinne eines kapitalistischen, auf Selbsterhalt und Produktion bedachten Bewegung vor allem auf sich selbst ausgerichtet. Und das Schreiben von Duras, denke ich, fordert und braucht genau die Atemlosigkeit, die Unterbrechung, den Stillstand, das Fallen. Es weiß nicht, was es sucht. Es ist ein Schreiben, das sich einmischt in die Dinge und Worte und Körper, das sich selbst genügt, ohne selbst genügsam zu sein. Ein Tanz, der mehrdeutig ist, erschöpfend, fordern, immer eine Übertreibung, immer ein Zweifel. Schreiben heißt, sich der Geste des Zweifelns zu stellen. Oder in ihren Worten, dieser Zweifel ist die Einsamkeit, denn man kann nicht mit zwei Stimmen sprechen. Écrire, c'est tout. Immer wieder spricht sie davon, dass das Schreiben das Unbekannte ist. Sie sagt, man weiß nicht, was man schreibt, bevor man es schreibt, und das in aller Klarheit. Es ist das, was einem von einem selbst unbekannt ist, von seinem Körper, von seinem Kopf. Es sind keine Überlegungen. Schreiben, das ist eine Fähigkeit, die man neben seiner Person, parallel zu seiner Person hat. Etwas von einer Person, die auftritt und voranschreitet, unsichtbar, mit Denken und Wut ausgestattet und die manchmal eigenmächtig Gefahr läuft, das Leben zu verlieren. Das ist auch aus Écrire, dieses Zitat aus diesem Text. Würde man also vorher wissen, was man schreibt, wäre es nicht mehr nötig. Schreiben ist die Begegnung mit dem Unbekannten in einem Körper und das ist mir so hängen geblieben, der parallel zu einem ist, in der Nähe von einem. Und diese Trennung, dieser Abstand der Körper, der das Schreiben erst möglich macht, wendet sich genau gegen eine romantische Idee von Zusammensein. Und vielleicht ist genau diese Trennung, dieser Abstand überhaupt die Voraussetzung für jedes Zusammensein, für jede Gemeinschaft. Im Haus in Nervle, das Haus, was ich eingangs erwähnt hat, sie sagt, dieses Haus habe sie über ihre Kindheit getröstet. Eine Kindheit, die sie nach dem frühen Tod des Vaters gemein mit ihrer Mutter und den zwei Brüdern in französisch Indochina, heute ist das Vietnam und Kambodscha, verbracht hat. Das koloniale Frankreich im Rücken, hinten, im Rücken an dem Ort des Körpers, der uns eigentlich das Spüren, das Vertrauen lehren könnte, würden wir es zulassen. Eben nicht sehen, um zu verstehen, die Augen schließen, um zu schreiben. Ein paar Jahre nach der Rückkehr nach Frankreich, da war sie 17 und ein paar Jahre später bekam sie einen Schreibposten im Ministère des Colonies. Und da war sie an der Herausgabe eines Buches beteiligt. Ein Buch, in dem ein hochgestellter Funktionär des Propagandaministeriums im Vorwort sich dafür aussprach und ich zitiere, die gelben Gesichter, die Fratzen nicht mit den weißen zu vermischen. Duras kündigte, vielleicht ein Detail in ihrer Biografie. Aber wieder die Erinnerung an ihre Kindheit und die Erfahrung, wie die Angst vor der Begegnung mit dem Unbekannten sich in Gewalt und in gefährliche Dummheit wandelt. Erfahrungen des Fremdseins, der Übersetzung, des Nicht-Gesehen-Werdens, die nur asymmetrisch bleiben können.
Erfahrungen auch der Gewalt, die mit dem Ein- und dem Ausschluss und mit der Verlagerung, mit dem Einquetschen von etwas Unbekannten in etwas Bekannten verbunden sind, so lange, bis es passt. Das heißt, bis wir es lesen und verstehen können, bis wir es in unsere Sprache gebracht haben. Das war sicher prägend für Sie und man findet es als Material in vielen Ihrer Texte wieder. Und sie hat sowieso auch seit ihres Lebens ja immer nach Formen und Kontexten für Widerstand und Engagement gesucht, in der Resistance, in der kommunistischen Partei, in Bezug auf den Algerienkrieg, die Studentenproteste und so weiter. Und immer wieder und allem voran im Schreiben. Vietnam, Vietnamesisch, ihre zweite Sprache. Und ich muss daran denken, was es heißt, lernen, in einer anderen Sprache mit einem Akzent zu sprechen. Und ich denke daran, wie die Körper sich anders benehmen, wenn sie in einer anderen Sprache sprechen oder schreiben. Anders atmen und Luft holen, anders pausieren, sich anders bewegen und verkrampfen, andere Nähen und Distanzen suchen und zulassen. Und genau diese Erfahrung, in einer anderen Sprache zu sein, macht es unmöglich, der Idee einer einzigen übergeordneten Bewegung zu folgen, Unterschiede gleichzumachen. Diese Erfahrung bringt uns bei, dass jedes Schreiben und jedes Tun immer Territorien und Grenzen schafft, bestätigt, verwirft, dass es kein Außen gibt, dass wir das Fremde und das Unbekannte immer schon in uns tragen. Und ich denke, es geht genau darum, die Möglichkeit zu schaffen, eine Technik zu lernen, um neben anderen Körpern zu sein. Nicht darum, mit und in ihnen zu sein, sie zu besitzen oder zu begreifen oder sie zu teilen, sie zu imitieren oder wie sie zu sein, sondern um eine Praxis, die zugleich auch eine Verantwortung ist, nicht über andere Körper oder in einer bestimmten Form zu schreiben, sondern den Abstand, den Raum zu den anderen Körpern immer wieder genau zu bestimmen und zu vermessen, präzise zu sein im Umgang. Mit, durch, in der Nähe von, parallel zu anderen Körpern zu denken und sich immer wieder der Verpflichtung auszusetzen, von mehr als einem Standpunkt auszusehen. Den Geist, den Diskurs, das Schreiben zu entkolonialisieren, wie der kenianische Autor Watyongo schreibt, und sich gegen einen Imperialismus und gegen eine Dominanz in der Sprache zu wenden. Etwas, was Duras der Literatur und dem Journalismus immer wieder auch vorgeworfen hat. Der Körper des Schreibens ist ein gastfreundschaftlicher Körper. Er ist nicht ohne Regeln und er ist nicht ohne Erwartungen und Pflichten, so wie die Orthographie das Schreiben regelt und organisiert. Aber er weiß, dass der schreibende Körper einer ist, der immer auch ein anderer sein könnte. Einer, der die politischen Konsequenzen des Schreibens kennt, des Überschreibens, des Durchscheinens von Schrift wie in einem Pergament. Écrire, c'est tout. Ohne die Kraft des Körpers, sagt Duras, kann man nicht schreiben. Schreiben, die Worte spüren, die in den Körper fallen, sich lassen, sich ihnen überlassen, die Arme in die Luft werfen, so dass man die Fingerkuppen spürt. Aber vielleicht zurück zum Anfang in das Haus. Sie hat einmal gesagt, alles schrieb, wenn ich in dem Haus schrieb. Das Schreiben war überall. Und in ihrem Buch Écrire berichtet sie von einem ganz präzisen Moment eigentlich, in dem die Einsamkeit des Schreibens unterbrochen wurde, in dem das Geräusch einer sterbenden Fliege in die Stille eindrang, wie die Fliegen hier im Park. Die Fliegen, wie es in dem Titel dieser Reihe heißt, für einen kurzen Moment lang leben und doch die Stimmen hinterlassen. Und ich möchte Ihnen, ein Teiltext, ich möchte Ihnen diese Szene mit der Fliege vorlesen. Wenn eine Fliege stirbt, ist es ein Tod. Man bewegt sich auf ein bestimmtes Ende zu, das das Lager des letzten Schlafes ausweitet. Man sieht einen Hund sterben oder ein Pferd und sagt so etwas wie armes Tier. Aber wenn eine Fliege stirbt, sagt man nichts. Man notiert nichts, gar nichts. Diese eine Fliege, sie schrieb auf den Wänden. Sie hat viel im Licht des großen Zimmers geschrieben, gebrochen durch den Weiher. Ich sehe sie noch vor mir sterben auf der weißen Wand. Zuerst im Sonnenlicht, dann im gebrochenen Licht des gekachelten Bodens.
Es könnte eine ganze Seite füllen, das Schreiben der Fliege. Sie wäre dann das Schreiben. Eines Tages vielleicht, während der Jahrhunderte, die kommen werden, würde man diese Schrift lesen, würde sie auch entziffern und übersetzen. Und die Unermesslichkeit eines unlesbaren Gedichtes würde sich im Himmel entfalten. Ich hatte nichts, so schreibt sie, für den Tod der Fliege organisiert. Die weißen, glatten Mauern waren schon da und machten ihren Tod zu einem öffentlichen Ereignis. Natürlich und unausweichlich. Diese Fliege war nachweislich am Ende ihres Lebens. Ich konnte mich nicht davon abhalten, sie sterben zu sehen. Sie regte sich nicht mehr. Das war es auch und das Wissen, dass man nicht wird erzählen können, dass diese Fliege existiert hatte. Sie war tot. Die Königin, schwarz und blau, langsam. Sie hat bis zur letzten Zuckung gerungen. Dann ist sie von uns gegangen. Das Ganze hat vielleicht 5 oder 8 Minuten gedauert. Es war ein Moment absoluten Schreckens und es war der Weggang hin zu anderen Himmeln, anderen Planeten, anderen Orten. Ich wollte abhauen, sagt sie, und sagte mir zugleich, dass ich diesem Lärm auf der Erde zusehen müsste, um zumindest einmal, ein einziges Mal, den Lärm des Todes einer ganz gewöhnlichen Fliege zu verstehen. Man schreibt, ohne zu wissen, man schreibt, um eine Fliege sterben zu sehen. Und man hat das Recht, dies zu tun. Das Schreiben ist überall, sagt sie. Und doch geht es nicht um eine Choreografie der Objekte und der Dinge. Schreiben ist nicht beliebig. Noch einmal, der Fliege, ihrem Schreiben, ihren Bewegungen in Raum und Zeit zu folgen, heißt, unsere Wahrnehmung zu öffnen für ein Schreiben, das sich außerhalb unserer Intention befindet, zu akzeptieren, dass es sich eine Form, dass es sich einen Körper immer neu sucht. Und für mich war das Schreiben von Duras immer auch eine körperliche, eine physische Angelegenheit, eine Art Berührung, die nichts mit Inspiration oder Sentimentalität zu tun hat, die nicht manipulativ ist, aber eine Berührung, die uns und unsere Umwelt wieder auf sich ausrichtet, neu anpasst, zumindest für eine Weile. Denn die Hand, die schreibt, ist die Hand, die zeichnet, ist die Hand, die sieht, ist die Hand, die zuhört. Als eine Art Schreibendsein, als ein Tanz, der uns immer weiter treibt und immer schon zu weit. Als ein Aussetzen ohne den Schrecken der Entscheidung. Als etwas, das sich nicht zu ernst nimmt, aber doch nie ohne Konsequenz bleibt. Als die Akzeptanz von etwas Unvermeidlichem, was vielleicht glücklich macht, als ein Plädoyer für ein intensives Leben. Warum also Marguerite Duras? Écrire, c'est tout, vielleicht um diesen Satz zu sagen, aber auch um parallel oder in der Nähe von anderen Körpern zu denken, um von den Fliegen schreiben zu lernen, um Einsamkeit, um Alleinsein zu machen, zu üben, auszuführen und um ruhig zu werden mit der Idee, dass sie die Voraussetzung von Zusammensein ist und nicht das Gegenteil. Um die Wörter zu fangen, wie sie kommen, wie Duras sagt, um Mut nicht als Geschenk, sondern als Möglichkeit zu erkennen und um uns daran zu erinnern, unsere Gespenster zu umarmen. Was ich versuchen will, und dafür hat Sandra eigentlich die wichtigsten Stichworte bereits geliefert, ist, ich möchte die Frage beantworten, warum ist Duras für mich wichtig? Also ich habe ein Buch zu ihr gemacht vor einigen Jahren, 2008, mit der Künstlerin Rosemarie Trockel. Und die Geschichte war ganz einfach. Mein Verleger vom Merve Verlag damals, nachdem wir einige Bücher gemeinsam gemacht hatten, sagte zu mir, Markus, jetzt schreib doch mal was über Kafka oder Beckett oder jetzt hast du 3 Bücher reine Philosophie gemacht und warum nicht über Kafka oder Beckett schreiben? Und dann dachte ich, mein Reflex war unmittelbar und das zu einem Zeitpunkt, als ich nur ein Buch von Marguerite Duras kannte, das liegt schon einige Jahre zurück, das Buch ist 2008 erschienen, als Ergebnis dann, mein unmittelbarer Reflex war, nein, ich schreibe ein Buch zu Marguerite Duras. Warum? Weil es geht tatsächlich um das, was Marguerite Duras Schreiben nennt. Und Sandra hatte schon erwähnt, 1993 hat sie ihr letztes Buch, also posthum sind natürlich Sachen erschienen, und Duras ist 96 gestorben. 1993 hat sie selbst noch ihr letztes Buch herausgegeben. Das ist kein ganz beliebiges Datum, und ich werde gleich dazu etwas sagen, und dieses Buch ist eben Écrire, Schreiben. Und ich erinnere mich, dieses Buch tatsächlich gekauft zu haben und gelesen zu haben, als erstes und einziges für lange Zeit, damals in Paris, und
Anfang, also 93, 94, wann ich es gekauft habe. Und ich erinnerte mich dann, nachdem mein Verleger diesen Vorschlag machte, über Kafka oder Beckett zu schreiben, erinnerte ich mich, dass das, was Duras Schreiben nennt, eigentlich dem nahe kommt, was ich Philosophie nenne. Ich bin Philosoph, ich bin kein Künstler und ich bin auch kein Schriftsteller, aber als Philosoph schreibt man unter anderem, man hält Vorträge und unterrichtet, das mache ich auch. Und eigentlich hat mich dieses Buch eben deshalb so, so interessiert oder auch fasziniert, weil es dem sehr nahe kommt, also weil das, was Marguerite Duras Schreiben nennt, dem sehr nahe kommt, was ich Philosophie nenne. Also die erste Idee, die ich Ihnen einfach vorschlage oder euch, es sind ja viele Freunde auch hier, ist, dass in der Philosophie geht es ja nicht nur darum, einfach Philosophie zu machen, als wüsste man, was das ist. In der Philosophie ist man ja zunächst mal vor die Frage gestellt, was ist das? Philosophie. Und wie Sie wissen, gibt es ein berühmtes Buch von Gilles Deleuze und Félix Guattari, was auch Anfang der 90er Jahre erschienen ist, Qu'est-ce que la Philosophie? Was ist Philosophie? Und in diesem Buch stellen sich eben diese zwei Philosophen, die einige Bücher gemeinsam gemacht haben, eben diese Frage, was ist Philosophie? Und auf der ersten Seite sagen Deleuze und Guattari so etwas wie am Ende eines Lebens, Deleuze ist dann 95 gestorben, am Ende eines Lebens ist vielleicht der Zeitpunkt gekommen, sich diese Frage zu stellen. Was war das eigentlich, was ich mein ganzes Leben gemacht habe? Was ist eigentlich Philosophie? Und ich glaube, es ist sehr wichtig, als Philosoph oder als Philosophin eben zu wissen, dass man das nicht weiß. Also dass es nicht die Philosophie gibt, diesen problematischen Singular. Denn jeder von uns hat seine eigene Vorstellung von Philosophie. Und ich glaube, ein Philosoph oder eine Philosophin ist jemand, der oder die seinen eigenen Begriff von Philosophie hervorbringt. Und ich glaube, Marguerite Duras hat das in ihrem Bereich getan, denn sie macht eine, als Schriftstellerin, wie wir sagen, das sind natürlich immer provisorische Begriffe, und so wie alle großen Begriffe oder wichtigen, zentralen Begriffe der Philosophie provisorische Begriffe sind, also Begriffe in der Schwebe, Begriffe unter Suspension, Begriffe, die problematisch bleiben, die vielleicht nicht eindeutig sind. Aber Marguerite Duras hat eine Differenz vorgeschlagen, die mir sehr wichtig erscheint, und nicht nur mit diesem Buch, Écrire, sondern mit ihrer gesamten Praxis, die sie Écrire nennt. Und das ist die Differenz zwischen Literatur machen und Schreiben. Also Schreiben, Écrire, ist eben nicht Literatur machen. Schreiben heißt schon nicht zu wissen, was Literatur ist, also gewissermaßen sich tatsächlich ins Unbekannte zu werfen oder zumindest sich zu öffnen, ja, dem der Ungewissheit eines Konzepts. Und genau das ist ja Philosophie. Wir wissen ja nicht, was wir meinen, wenn wir sagen Freiheit, Gerechtigkeit, Realität. Aber das sind gleichzeitig Grundfragen der Philosophie. Was ist Gerechtigkeit? Was ist der Mensch? Was ist Freiheit? Gibt es sowas wie Freiheit überhaupt? Was ist Wahrheit? Gibt es sowas wie Wahrheit überhaupt? Und diese Begriffe haben natürlich eine Geschichte. Es gibt die Historizität dieser Begriffe oder Begriffsgeschichte. Und wenn man ein wenig die Philosophie durchquert, sieht man sehr schnell, dass die Verwendung des Begriffs Freiheit übrigens natürlich nicht nur in der Philosophie, sondern auch in der Politik bis in die Gegenwartspolitik, wenn man so sagen kann, dass diese Verwendung solcher Begriffe, solcher großen philosophischen Konzepte, wie zum Beispiel Verantwortung oder Freiheit, dass die Verwendung dieser Begriffe nie unschuldig ist. Was ich gelernt habe in der Auseinandersetzung mit Philosophie über viele Jahre, dass mich viel weniger interessiert, was ist die Bedeutung dieses Begriffs oder dieses anderen Begriffs. Natürlich ist das eine wichtige Frage, aber viel wichtiger scheint mir die Frage, was ist die Bedeutung der Verwendung dieses Begriffs in diesem Zusammenhang. Also warum verwendet dieser Autor in diesem konkreten Kontext oder Zusammenhang zum Beispiel den Begriff Freiheit oder den Begriff Mensch? Also wir wissen zum Beispiel, ich weiß nicht, wie viele Philosophen hier sind heute Abend, aber das sind keine einfach gegebenen Begriffe, die sind nicht vom Himmel gefallen, die haben eine Geschichte. Und ich glaube auch nicht, dass es ausreicht, nur über die Befragung der Geschichtlichkeit oder der Historizität der Begriffe, sich diesen Begriffen zu nähern. Das wäre ein erster und unvermeidbarer Schritt. Aber ich glaube, es geht auch darum zu fragen, also was ist jetzt
der Impact? Warum verwendet dieser Autor in dieser Weise diesen Begriff in diesem Zusammenhang? Und Marguerite Duras hat den Begriff Schreiben, der ein Begriff ist, den wir alle verstehen oder zu verstehen glauben, verwandt in einem Zusammenhang, glaube ich, in dem es der Zusammenhang ihres Lebens ist, ihrer Existenz als Autorin, auch Autor, Autorin wäre ein zu befragender Begriff. Und wir wissen, dass der Strukturalismus, Roland Barthes und andere vom Tod des Autors gesprochen haben oder die Kategorie des Subjekts wurde befragt. Alles das läuft schon seit einigen Jahrzehnten. Und das sind ganz notwendige Fragen und ganz notwendige Infragestellungen eben dieser Kardinalbegriffe oder dieser zentralen Begriffe oder dieser großen Begriffe oder dieser übergroßen Begriffe, die die Begriffe der Philosophie sind. Und ein Begriff der Philosophie ist zwangsläufig, also jeder philosophischen Praxis, unumgänglicher, also ein Begriff, den wir befragen müssten als Philosophen. Einer von vielen, aber ein zentraler ist natürlich der Begriff der Philosophie selbst. Was ist Philosophie? Und natürlich wissen wir, dass Gilles Deleuze, der eben auch 1993 als Écrire erschienen ist, ein Buch publiziert hat, Kritik et Clinique, Kritik und Klinik. Das ist auf Deutsch bei Surkamp erschienen. Also manche kennen das sicher. Und es gibt da das Datum betrifft, eine einigermaßen, sagen wir, beliebige Koinzidenz oder ein Zusammentreffen dieser zwei Texte. Deleuze hat ab und zu in seinen Büchern übers Kino auch auf Duras verwiesen. Also Duras war ihm nicht gleichgültig. Aber es ist jetzt nicht so, dass Deleuze von Duras beeinflusst war oder umgekehrt. Aber ich glaube, die haben beide spätestens zu diesem Zeitpunkt verstanden, dass es eine Notwendigkeit gibt, das, was wir Schreiben nennen, also diesen Akt des Schreibens, weil auch Philosophen schreiben, den zu definieren überhaupt und einfach versuchen, eine Klarheit zu erreichen in Bezug auf diese Praxis. Was ist das eigentlich, Schreiben? Und man könnte natürlich sagen, wir schreiben alle zum Beispiel E-Mails und das trifft wahrscheinlich für jeden hier zu und wir schreiben, manche schreiben vielleicht auch noch Briefe oder früher haben wir ins Poesiealbum geschrieben und diese Schreibpraxis, die gehört vielleicht zu jedem von uns, der ein wenig Schreiben gelernt hat, aber was Duras Schreiben nennt, ist was anderes als Literatur machen. Und das ist eben die Differenz, die mir wichtig erscheint unter was ist Literatur in der Perspektive von Duras? Literatur ist für sie das, was sie nicht machen will. Literatur ist einfach, hat zu tun mit einem konsistenten Plot, einer konsistenten Handlung, konsistente Charaktere, Protagonisten und so weiter spielen dort eine Rolle und sind in irgendeiner Weise identifizierbar. Also man müsste dann tatsächlich literaturhistorisch sich fragen, also wann beginnt das eigentlich, die Befragung eben der Kategorie der Literatur. Das ist ja eine relativ neue Kategorie, das gibt es ja nicht immer. Aber sehr verkürzt, glaube ich, kann man sagen, und alles, was ich sage hier heute Abend und wie immer, ist verkürzt und vereinfacht und befragbar und nicht ausreichend. Aber man muss vielleicht dennoch versuchen, das Risiko zu riskieren, dennoch etwas zu sagen, obwohl man weiß, dass es immer unzureichend bleibt. Und ich möchte versuchen, etwas zur Kategorie des Schreibens zu sagen, um es zu verbinden mit meiner Vorstellung oder meinem Begriff oder meinem Konzept oder meiner Idee von Philosophie. Was ist Philosophie? Das ist eine Frage, die ich mir stelle. Und Marguerite Duras sagt, Schreiben ist was anderes als Literatur. Ich glaube, sie meint mit Schreiben eine Dynamik, also Sandra hat es ja schon sehr schön, finde ich, gezeigt, eine Dynamik, die die ganze Existenz der schreibenden Person einbezieht. Also Schreiben als Existenzform, Schreiben als Existenz, als Lebensform, wenn man so will. Und am Ende, Boris hat mich vorgestellt und hat gesagt, ich bin zwischen Kunst und Philosophie, das stimmt, aber als Philosoph, eben nicht als Künstler. Warum zwischen Kunst und Philosophie? Ich arbeite mit Künstlern zusammen, eben mit Rosemarie habe ich das Buch gemacht und wir arbeiten gerade an einem neuen Buch. Oder mit dem Schweizer Künstler Thomas Hirschhorn habe ich viel zusammengearbeitet und mache das auch weiter.
Warum? Auch weil mir der Unterschied zwischen Kunst und Philosophie gar nicht so wichtig erscheint. Das heißt nicht, dass es keine Unterschiede gibt, aber es gibt ja, wie gesagt, schon Unterschiede zwischen Philosophie und Philosophie. Also das, was Deleuze Philosophie nennt, ist ja nicht das, was Derrida Philosophie nennt, um von der Gegenwartsphilosophie zu reden. Und das, was Derrida Philosophie nennt, entspricht nicht dem, auch wenn es Nähe hat, dem, was Heidegger, der auch ein Buch geschrieben hat, was ist das? Die Philosophie, einen kleinen Text, weicht eben auch davon ab. Also es gibt diese ganzen, es gibt Denken als Resistenzfigur gegenüber dem, was man glaubt zu kennen. Und das, glaube ich, wäre eine erste Annäherung nicht nur an den Begriff des Schreibens von Marguerite Duras, sondern auch an den Begriff der Philosophie, den ich hier vorschlagen will. Philosophie ist natürlich nicht, dass man völlig verloren ist, dass man keine Ahnung, überhaupt nicht die geringste Vorstellung hätte davon, was Philosophie ist. Natürlich, im Gegenteil. Es gibt so viel Philosophie. Es gibt eine lange Geschichte der Philosophie. Aber ich glaube, dass eine philosophische Position, die interessant ist, so wie eine literarische, jetzt in Anführungszeichen, Position, die interessant ist oder die mich interessiert, ist eine Position, die eben diesen Begriff überhaupt, diese Praxis selbst befragt und damit auch eine Resistenz, einen Widerstand aufbaut gegenüber dem, von dem man glaubt, dass man wüsste, was es ist. Zum Beispiel schreiben, zum Beispiel Literatur machen, zum Beispiel Philosophie. Ich glaube, was Marguerite Duras Schreiben nennt, hat eben, ist eine solche Existenzform. Sie hat Filme gemacht. Wir alle kennen Godard, aber nicht jeder kennt die Filme von Marguerite Duras. Und Godard und Duras verband etwas und sie haben sich getroffen. Es gab da eine Art von Freundschaft und auch eine Art von gegenseitiger Anerkennung. Und ich glaube, dass die Intensität oder die Dringlichkeit der Arbeit von Marguerite Duras eben damit zu tun hat, dass sie nicht akzeptiert, dass sie schon wüsste, was Literatur ist. Und dass sie den Begriff des Schreibens erweitert, so dass Schreiben eben auch heißt, einfach sich auf die Realität, auf die Welt, auf das, was wir so nennen. Ja, auch das sind natürlich befragbare Begriffe zu beziehen und natürlich Fragen zu beziehen, sie zu problematisieren, weil wir schreiben ja nicht im luftleeren Raum. Und wir machen ja auch nicht Kunst, Kunst machen, als Künstler sein, Künstlerin sein. Auch das ist ja eine vergleichbare Kategorie. Was heißt das überhaupt, Kunst zu machen? Und was mache ich eigentlich, indem ich Kunst mache? Und warum überhaupt? Ich finde, das sind berechtigte oder fast auch dringliche, notwendige, unvermeidbare Fragen. Manchmal unterrichte ich an Kunstakademien und dann versuche ich mit den Studierenden eben diese Fragen einfach durchzugehen, ohne dass wir auf eine abschließende Antwort hoffen können. Aber warum machst du Kunst? Warum machst du Kunst, weil du Künstler sein willst? Oder bist du Künstler oder Künstlerin, weil du Kunst machst? Schon diese Differenz scheint mir notwendig. Und ich glaube, das gilt auch für die Kategorie des Schreibens. Also Marguerite Duras hat eben wie die Philosophen, die ich genannt habe, Deleuze und andere, Derrida, ihren eigenen Begriff, die haben ihren eigenen Begriff von Philosophie hervorgebracht, aber natürlich im Verhältnis zu dem, was schon unter dem Stichwort oder unter dem Namen oder unter dem Begriff Philosophie läuft. Derrida hat Philosophie vorgeschlagen als das, was er Dekonstruktion nennt. Deleuze hat von der Philosophie gesagt, sie ist Erfindung von Begriffen. Plato relativ am Anfang, sagen wir, der abendländischen Philosophiegeschichte, sagt, Philosophie ist Wiedererinnerung, Anamnesis. Man geht zurück in den vorinkarnierten Zustand der Seele, also das ist mit einer Rückwärtsbewegung verbunden. Sandra und ich hatten uns heute entschieden, dass diese Veranstaltung, die ja keine klassische Vortragsveranstaltung ist, sondern jeder macht so sein Statement und unabgesprochen. Aber wir hatten uns entschieden, das Literatur der Überstürzung zu nennen. Der Begriff der Überstürzung ist mir wichtig, weil ich glaube, dass wir nicht schreiben können, ohne überstürzt zu schreiben. Wir können nicht denken, ohne überstürzt zu sein. Wir können keine Entscheidung treffen, die nicht überstürzt wäre. Es würde nicht ausreichen zu sagen, denk nochmal nach, deine Entscheidung ist vielleicht zu schnell oder oberflächlich. Selbst wenn wir uns alle Zeit der Welt nehmen würden, um eine Entscheidung zu treffen, es würde immer eine Entscheidung sein, mit leeren Händen, rückhaltlos, zuletzt ungesichert. Und dieses Moment der Ungesichertheit, ich glaube, das steckt in diesem etwas emphatischen Begriff des Schreibens von Marguerite Duras. Und natürlich können wir heute, weil wir wollen ja nicht in die Ideologie der Kunst gehen. Es gibt ja die Tendenz heute, wir sind ja hier in einem Ort der Kunst und wir wissen, dass es in der Gegenwartskunst gibt es ja ein großes
Bedürfnis, irgendwie endlich mit der Kunst aufzuhören, endlich die Kunst als Ideologie zu überführen, endlich zu zeigen, dass Kunst also entweder natürlich eine Anbindung an den Kunstmarkt hat, die ihr nicht gut tut, was zweifellos stimmt, und oder dass Kunst ein quasi religiöser Begriff ist oder eine quasi religiöse, emphatische, pathetische Praxis, vielleicht eine narzisstische Prozedur. Und ich glaube, all das, all diese Fragen muss man stellen, die werden gestellt und schon lange. Und wir wissen, dass ein großer Teil der Kunst des 20. Jahrhunderts, also ich rede nur von den letzten wenigen, von den letzten 40 Jahren, von den 70ern, sagen wir, und so weiter, natürlich auch Kunst definiert hat als Befragung von Kunst. Also Kunst kann einfach nicht drauf los agieren oder so, oder der Künstler, die Künstlerin. Man muss sich schon die Frage stellen, was ist das? Was will ich damit? Und wie steht das im Verhältnis zu dem, was Adorno einfach sehr verkürzt die Gesellschaft nennt? Also das soziopolitisch kodifizierte, kontaminierte Gelände, das wir einfach unsere geteilte Welt nennen könnten, die Realität. Also was ist Realität? Ich schreibe gerade ein Buch mit diesem Titel, natürlich auch, um all die zu ärgern, die sofort sagen werden, nein, so eine Frage ist zu groß, die kann man nicht stellen. Ich finde, man muss sie stellen, man muss versuchen, diese Frage zu beantworten. Das heißt nicht, dass ich an eine schöpfende Antwort oder an eine einzige Antwort auf diese Frage glaube, aber ich glaube, das ist eine wichtige Frage. Was ist Realität? Was ist Welt? Wie definieren wir eigentlich, also in welchem Zusammenhang findet das eigentlich statt, was wir Denken nennen oder Schreiben oder Literatur machen oder Kunst machen? Also wir sind natürlich wir stecken natürlich in bestimmten Kontexten, die in dem Kontext, den Jacques Lacan, der Psychoanalytiker Jacques Lacan, die symbolische Ordnung genannt hat. Also das Universum der Sprache, das Universum der etablierten Werte, das heißt eigentlich auch des etablierten Sinns. Und vielleicht ist Marguerite Duras mit ihrem Begriff des Schreibens nicht ganz zufällig in dieser Zeit eine Autorin, die eben sich von der Literatur, von dem, was sie Literatur nennt, zu emanzipieren versucht, indem sie auf eine neue Praxis setzt, die sie Schreiben nennt. Also Schreiben ist dann nicht Literatur machen, weil Schreiben Öffnung eben nicht, sagen wir, Konfirmation, nicht Bestätigung des etablierten Sinns in seiner ganzen, sagen wir, Vielfältigkeit und Kontradiktorik, sondern vielleicht in Fragestellung von Sinnhaftigkeit überhaupt ist. Also Öffnung, atemlos, hat Sandra gesagt. Also sie hat viele Stichworte geliefert, die ich gerne aufnehmen will. Auch das Phantom. Also Schreiben als eine phantomatische Praxis. Ich werde jetzt nicht über was sagen zur Fliege, aber in diesem Text, écrire, was meint sie mit Schreiben? Schreiben heißt Öffnung, das ist, glaube ich, so, wie ich es verstehen konnte. Und das ist natürlich nur ein Vorschlag. Schreiben als Öffnung, nicht auf Realität, auf das, was wir Realität nennen oder was ich auch Tatsachenuniversum nennen würde, als das Universum der etablierten Gewissheiten, Evidenzen, Begriffe, Valenzen, Werte. Und so weiter. Also in diesem, das ist die Welt, die wir teilen. Und wir sind kontaminiert. Das ist ein kontaminiertes Gelände. Das ist wie Fukushima. Also das ist nicht Radioaktivität, aber es gibt keine, wir sind nicht gewissermaßen, es gibt keine Virginität, es gibt keine Unbeflecktheit im Raum der Realität. Wir sind schon gewissermaßen im Raum der Realität, sind wir schon gewissermaßen, wir sind schon Mittäter an dem, was wir Realität nennen. Und dann fragen wir uns vielleicht, okay, warum Kunsten auch machen? Warum Schreiben? Ist Schreiben einfach nur Beschreibung von Realität? Oder ist Schreiben die Konstruktion einer Realität in der Realität? Ist Schreiben, was Deleuze mal sagte, und ich glaube, er beruft sich auf Marcel Proust, eine Sprache in der Sprache zu erfinden? Ich glaube, das ist nicht ganz falsch. Aber natürlich immer im Verhältnis. Und die ganze, weil ich Adorno genannt habe, als Nebenbemerkung, die ganze ästhetische Theorie von Adorno ist eben, hat mit diesem Dilemma, mit dieser Aporie, mit dieser Schwierigkeit, mit diesem Problem zu tun, dass wir ganz drinstecken in der Realitätsmasse und dann doch versuchen, indem wir das machen, was wir Kunst nennen oder Schreiben oder Literatur oder Philosophie oder Denken, eben ein weiterer Begriff, den Sandra schon gebracht hat, Denken, vielleicht das nicht mehr Philosophie ist. Ja? Denn auch die Philosophie des 20. Jahrhunderts, nicht nur die Kunst, hat sich, die Philosophie, glaube ich, geht das noch weiter zurück. Mit Nietzsche, ohne Nietzsche, nach Nietzsche. Die Infragestellung der Philosophie mit den Mitteln der Philosophie. Heidegger wollte kein Philosoph mehr sein. Er sagt dann Denken und dann sagt er andersdenkendes Denken. Oder er sagt Besinnung. Oder er versucht auszusteigen aus dem, was er die neuzeitliche Metaphysik oder die Metaphysikgeschichte insgesamt nennt. Und das ist eben auch dieses, sagen wir, kontaminierte Gelände, von dem ich sprach, dass man natürlich schon
ein Stück weit determiniert ist, kodifiziert durch eine Begriffsgeschichte. Und vielleicht geht es nicht anders. Also wir verwenden immer Begriffe, von denen wir nicht wissen, was sie bedeuten, zumindest nicht in ihrer Totalität. Und das sind unkontrollierbare Begriffe. Und vor allem sind sie nicht unschuldig. Und wenn ich über Duras, das ist nicht das erste Statement, das ich zu Duras mache, Duras ist mir wichtig mit einem anderen Autor, den ihr alle wahrscheinlich kennt oder sie, und das ist Heiner Müller, weil da gibt es erstaunliche Parallelen. Und die Parallelen liegen zum Beispiel darin, eben die eigene Praxis, also die Schreibpraxis, zu definieren als etwas, was mehr mit einer Vorwärtsbewegung als mit einer Rückwärtsbewegung zu tun hat. Mehr mit einer Entsicherung, Selbstentsicherung auf die Kontingenz, auf den Raum der Kontingenz, den wir die Zukunft nennen könnten, als mit einer Versicherung im Etablierten. Das heißt natürlich nicht, dass wir nicht drinstecken. Also es wäre, das nennt man Idealismus, zu glauben, man sei nicht geschichtlich determiniert. Man könnte ganz aussteigen aus dem System Realität, natürlich nicht. Weder als Schriftstellerin noch als Philosophin oder Philosoph und so weiter, das geht nicht. Man steckt da drin. Aber vielleicht kann man eine Art, sagen wir, schwieriger Opponenz, Widerständigkeit, Resistenz aufbauen gegenüber dem, gegenüber sich selbst zunächst. Gegenüber sich selbst als jemand, der glaubt zu wissen, zum Beispiel. Und was ich hier, was mir sehr wichtig ist, ist natürlich, weil dieser emphatische Begriff von Literatur oder den Marguerite Duras Schreiben nennt, sowas ist auch auf eine gewisse Art, ich bin halb Franzose und ich habe das wechselt manchmal zwischen den Ländern und habe das, glaube ich, immer besser verstehen können, dass der in Frankreich natürlich eine ganz andere Geschichte hat als in Deutschland. Also diese Emphase, die sich verbindet mit ich mache Literatur oder was Duras Schreiben nennt. Aber was Duras Schreiben nennt, hat tatsächlich zu tun, glaube ich, mit Auseinandersetzung mit der bestehenden Realität, aber in einer Form der Abstandnahme. Das heißt, einer Form auch der kritischen Resistenz, aber nicht einer kritischen Resistenz, die gewissermaßen sich befreit, was heute so ein Phantasma ist, als könnte man nur kritisch sein jenseits von jeglicher Affirmation. Also man denkt oft, man liest solche Texte und entweder man ist kritisch, das heißt, man verhält sich tatsächlich im alltäglichen Wortgebrauch kritisch zur Realität, zur Gesellschaft, zur politischen Lage und so weiter. Oder man ist affirmativ und affirmativ würde in diesem Vereinfachungsmodell natürlich heißen Bejahung des politischen, soziopolitischen Status quo. Also einfach einverstanden sein mit der Realität, wie sie ist. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass es keine Kritik geben kann, die nicht Affirmationen implizierte. Die ganze Spätphilosophie von Wittgenstein hat damit zu tun. Also und auch, das ist ein seltener Kreuzungspunkt von Wittgenstein und Jacques Derrida, dass auch Derrida wusste, bevor ich Nein sage, habe ich schon Ja gesagt. Und dieses Ja ist vielleicht kein zustimmendes Ja. Es ist ein implizites, ein blindes Ja, eine blinde Bejahung, ein blindes Einverständnis, zum Beispiel eine Sprache zu benutzen, die nicht meine Sprache ist. Und das geht ja nicht anders. Also auch jetzt, wenn ich versuche, mich ein wenig zu vermitteln, dann benutze ich ja eine Sprache, die ich nicht erfunden habe. Fast alle Begriffe, die ich erwähne, sind nicht meine Begriffe. Aber sie sind auch nicht Begriffe, die klar, sagen wir, personifizierbar sind. Und das war eigentlich die Revolution des Strukturalismus in der 50er Jahre, 60er Jahre, wenn man so will, in der Philosophie. Aber es gibt es auch bei Heidegger schon, dieses Wissen darum, dass ich Gesprochener der Sprache bin, die ich spreche. Also ich bin nicht einfach das Subjekt der Sprache, die ich verwende, die mein Instrument ist, mein Material, sondern ich bin schon Gesprochener der Sprache. So wie Lacan vielleicht sagen würde, das Unbewusste spricht durch mich als das Bewusstsein oder das sich für ein Selbstbewusstsein missinterpretiert. Also es hat eine lange Tradition, diese Befragung des Subjektcharakters, des Autorcharakters, also desjenigen oder derjenigen, der die schreibt. Und deshalb kann man, glaube ich, über Duras kaum sprechen, ohne das kurz zu erwähnen. Und mehr kann ich natürlich heute nicht tun. Ich will auch nicht zu lange sprechen, aber ich möchte ein paar Gedanken vorschlagen und teilen, die eben für mich die Nähe zwischen Schreiben oder und also dem, was Marguerite Duras Schreiben nennt und dem, was ich Philosophie nenne, diese Verbindung betreffen. Also ich glaube zum Beispiel, dass Schreiben, wie ich sagte, nicht im Sinne von Marguerite Duras auch
eine Abstandnahme impliziert gegenüber der etablierten Realität. Hier erwähne ich, mache ich nochmal einen Sprung und ich erwähne nochmal dieses Buch von Gilles Deleuze und Guattari, Qu'est-ce que la Philosophie, wo sie die, an einer wichtigen Stelle den Begriff des Überflugs, des Survol, benutzen. Und das finde ich wunderschön, weil gerade als Philosoph kenne ich das, ich kenne das aus der, von der Schulzeit her bis jetzt, dass die Leute sagen, was, du bist Philosoph, das heißt, aber ich habe mit harten Fakten zu tun. Und ich glaube, die Religion nach der Religion ist genau hier, in der Tatsachengläubigkeit, in der Fakten, im Glauben daran, dass das, was wir Fakten nennen oder Tatsachen oder Realität, also das Gesamt der Tatsachen, dass das an sich konsistent sei oder eben nicht kontingent, nicht letztlich unbegründet bleibt. Und ich glaube, dass unser Realitätsmodell eben, ich sagte vorhin, in der Philosophie geht es darum, nicht nur zu fragen, was ist die Bedeutung des Begriffs, sondern was ist die, der Sinn der Verwendung des Begriffs in diesem Zusammenhang. Komm runter auf den Boden der Tatsachen, sagen die Eltern zum Kind, das Kunst studieren will, nach dem Abitur. Und jetzt könnte man sich überlegen, ja, aber was ist denn das, die Tatsachen? Also was ist damit gemeint? Und vielleicht sind die wirklichen Phantasten, die Tatsachenromantiker, das sind dann die Eltern, ja, die tatsächlich glauben, dass es Tatsachen gibt, dass es eine letzte Konsistenz gibt und das ist der Konservatismus gewissermaßen der älteren Generation, die einfach so tut, als wüsste sie nicht, dass das ja beliebige Narrative sind, dass das Konstruktionen sind. Das, was wir Realität nennen, ist natürlich eine sozio-biopolitische Konstruktion und so weiter. Man könnte das, müsste das weiter entfalten. Und komm runter auf den Boden der Tatsachen, heißt komm runter zu mir, teil mit mir das Phantasma, dass es eine stabile Realität gibt, anstatt dich in deine, sagen wir, philosophischen oder künstlerischen in deinen Eskapismus gewissermaßen zu gehen, also in diese Fluchtmechanik. Survol bei Deleuze und Guattari heißt Überflug. Überflug heißt nicht wegfliegen. Eskapismus heißt fliehen. Die Realität fliehen, das ist das einfache Modell. Wir kennen das schon bei Thales von Milet, diese Vorstellung, der Philosoph ist derjenige, der in die Sterne guckt und in den Brunnen fällt, weil er einfach nicht das Nächstliegendste sieht. Und Heidegger hat in Sein und Zeit, 1927, diese berühmte Formulierung gebracht, das ontisch Nächste ist das ontologisch Fernste. Das heißt einfach nur, das, was empirisch, sagen wir, am nächsten ist, ist für das Denken gewissermaßen am schwierigsten zu erreichen oder zu denken. Und, also diese Differenz, die Heidegger da betont. Und Survol heißt eben, glaube ich, so wie ich das verstanden habe, den Kontakt zum überflogenen Territorium intensivieren, indem man Abstand zu ihm hält. Und das ist Philosophie. Also denken, Philosophie, schreiben im Sinne von Duras heißt nicht aus der Realität zu fliehen. Das heißt einfach nur der Realitätsfiktion, also oder der Realität genannten Fiktion oder der Realität, dem Realität genannten Narrativ irgendwie sein Vertrauen zu entziehen. Und das ist die implizite, die unvermeidbare Kritik. Ja, die zur Schreibbewegung gehört, zum Denken gehört allgemein. Und wenn ich denken, also ich greife nochmal dieses Wort auf von, was Sandra erwähnt hat, denken heißt dann tatsächlich nicht nur Philosophie machen. Ich fände das langweilig, was heute Philosophie an den Universitäten ist, ist eine Katastrophe. Meistens, nicht immer und nicht überall. Aber oft erschöpft sich die Philosophie in einer Art von akademischen Hermetismus oder einer Art von professoralen Langeweile. Philosophieprofessoren interpretieren Philosophieprofessoren, die Philosophieprofessoren rezensieren in der FAZ oder so. Das ist einfach eine Art, ein verkürzter Begriff, eine Neutralisierung eigentlich von Philosophie oder eben schlicht von dem, was Denken heißt. Denken ist nicht das Privileg der Philosophen oder der Philosophin, sondern Denken ist eigentlich das, was wir alle tun, wenn wir uns in ein, sagen wir, ein weniger gläubiges Verhältnis setzen zu dem, was man Realität nennt. Vielleicht ist die Realität ja gar nicht so real. Vielleicht ist die Realität ein brüchiges, fragiles Gewebe. Vielleicht gibt es Tatsachen ja nur unter bestimmten Vorzeichen, in bestimmten Kontexten und so weiter, als Sprachspiele, wie Wittgenstein das nennt. Aber der eigentliche Moment des Denkens ist der Moment, in dem ich eben dieser Konsistenzgläubigkeit ja, mich entziehe. Und deshalb ist ein anderer Begriff mir wichtig in meiner Arbeit und ich glaube, dass Duras letztendlich damit zu tun hat, auch wenn sie diesen Begriff nicht verwendet, und das ist der Begriff der Inkonsistenz. Inkonsistent ist einfach das, was nicht konsistent ist. Konsistent ist das, von dem wir glauben, dass es stabil ist, dass es einen festen Boden hat. Die ganze abendländische Philosophie, und ich beschränke mich hier ein wenig darauf, weil
weil ich die außerabendländische Philosophie nicht ausreichend kenne, um darüber reden zu wollen. Aber ich versuche, das besser kennenzulernen. Aber die ganze Bewegung, die ganze Geschichte der Philosophie war von Anfang an die Suche nach ersten Konsistenzprinzipien, nach Prinzipien, nach Archai. Archai ist das griechische Wort für Ursprung. Archai ist der Plural. Also erste Anfangsgründe, Prinzipien. Also es war eine Selbstbegründungsmetaphysik. Philosophie war von Anfang an Selbstbegründungsmetaphysik. Man hat versucht, dem philosophierenden Subjekt einen stabilen Boden einzuziehen, wie in der Architektur. Man braucht ein stabiles Fundament. Auf dem Fundament kann man dann ein Gebäude errichten und in der Hoffnung, dass es nicht einstürzt, weil das Fundament stabil ist. Aber vielleicht war das Kardinalphantasma der Philosophie zu lange, dass es einen solchen stabilen Boden gibt, ein Fundamentum in Concussum, wie René Descartes das genannt hat. Und René Descartes erwähne ich natürlich nicht zufällig, der steht am Anfang der neuzeitlichen modernen Philosophie, 1596, 1650 sind die Lebensdaten. Und Descartes hat ein wichtiges Buch geschrieben, ein paar wichtige Bücher. Und er ist auch eine radikale Zäsur. Nach Descartes ist Philosophie was anderes als vor Descartes. So wie nach Marguerite Duras, finde ich, Literatur etwas anderes ist als vor Marguerite Duras. So wie nach Marcel Duchamp Kunst etwas anderes ist als vor Marcel Duchamp. So wie nach Andy Warhol Kunst was anderes ist als vor Andy Warhol. Das sind Künstler oder Figuren, die gebrochen haben, nicht nur gewissermaßen mit dem Begriff selbst, der Kunst, der Philosophie, der Literatur. Und das interessiert mich eigentlich daran. Und ich glaube, dass Marguerite Duras mit dem Begriff des Schreibens einen solchen radikalen Bruch, ja, artikuliert, der Bruch mit der Geschichte der Literatur selbst ist, mit dem Konzept der Literatur selbst. Natürlich befindet sie sich nicht komplett outside oder, wie sagt man, außerhalb der Literatur, das geht nicht, aber vielleicht innerhalb, in der Immanenz des Bestehenden doch irgendwie eine Bresche zu schlagen, eine Öffnung zu erzeugen, zu generieren für einen Moment, ja, das ist, glaube ich, das, was sie schreiben nennt. Und da komme ich jetzt zum Begriff des Phantoms, des Phantomatischen, denn Sie wissen natürlich, dass es eine lange Selbstadressierungsgeschichte des Menschen als Subjekt. Das hat auch mit Descartes, also mit dem Ego Cogito zu tun. Ich bin das denkende Ich. Descartes sagt ja nicht nur, ich denke, sondern sagt, ich denke mich als derjenige, der Gegenstände denkt. Also und zieht gewissermaßen seinem Denken einen, oder versucht es, seinem Denken einen festen Boden ein. Und das nennt er das Fundamentum in Concussum. Er findet es natürlich in der Egoität des denkenden Ichs selbst. Und das ist vielleicht der Beginn der Neuzeit oder das, was man nennt. Und das ist natürlich, das wird problematisch. Vielleicht gibt es dieses stabile Fundament nicht, aber vielleicht gibt es auch die Unverzichtbarkeit der Suche nach dem, was man einen Grund, einen stabilen Boden nennt. Also wenn man, auch das ist nur eine Nebenbemerkung für die Philosophen hier, aber das wissen sie natürlich, aber ich wiederhole das nur, erinnere das nur, aber natürlich Kant, Kritik der reinen Vernunft, eine große Zäsur, ein großer Einschnitt in der Geschichte der Philosophie, 1781 in der Erstauflage, 1787 dann eine wichtige, veränderte Zweitauflage. Aber was passiert da? Kant, wenn man das Buch liest, dann das ist natürlich ein komplexes, schwieriges Buch und macht auch mir noch Mühe und ich lese es seit über 20 Jahren und verstehe immer noch vieles nicht. Aber ich glaube, was hilft, sich einem solchen Text zu nähern, ist einfach das Vokabular zu prüfen. Also erstmal den Titel zu lesen, Kritik der reinen Vernunft. Was heißt Kritik hier? Vielleicht nicht das, was wir sonst unter Kritik verstehen. Was heißt reine Vernunft? Warum rein? Warum Vernunft? Was heißt überhaupt Vernunft bei Kant? Warum unterscheidet Kant zwischen Vernunft und Verstand? Vielleicht ist die Vernunft bei Kant ja gar nicht vernünftig. Vielleicht ist ja das, was Kant Vernunft nennt, vielleicht konstituiert das ja gerade den irrationalen Part des Gemüts, also der Summe der, sagen wir, der Kapazitäten des menschlichen Subjekts. Ich glaube, das ist so. Der größte Teil der Kritik der reinen Vernunft widmet sich Antinomien, Paralogismen, widmet sich eigentlich also der Erfahrung des Aporetischen, das heißt der Erfahrung, dass da was nicht aufgeht. Aporie ist das griechische Wort für Sackgasse, also man kommt nicht weiter, der Durchgang ist verschlossen. Poros ist der Weg, ja, und Aporie ist, wenn der Durchgang verschlossen ist. Und ich glaube, Philosophie und Schreiben im Sinne von Duras haben eben genau mit dieser Erfahrung zu tun, mit Erfahrung des Aporetischen selbst. Und das ist jetzt
kein pathetisches Drama. Ich glaube, das ist einfach Normalität, wenn man sich ein Stück weit von, sagen wir, der Normalitätsillusion löst und diese Emanzipation in kleinsten Schritten könnte schon Denken heißen. Denken mit den Mitteln der Literatur, Denken mit den Mitteln des Schreibens oder Denken mit den Mitteln der Kunst oder Denken mit den Mitteln der Musik, des Tanzes und so weiter. Es gibt, oder der Liebe. Es gibt verschiedene Formen des Denkens. Immer bedeutet Denken, sich in ein Verhältnis zur Realität zu setzen, ohne in eine Totalassimilation an das Realitäts, ohne sich total gewissermaßen ganz zu assimilieren an dieses Konsistenzversprechen, das wir Realität nennen. Vielleicht kennt ihr den Satz von Adorno in der ästhetischen Theorie, Kunst ist ein Glücksversprechen, ein Versprechen des Glücks, ein Glücksversprechen, das gebrochen wird. Mein Vorschlag wäre, diesen Satz zu paraphrasieren und zu sagen, Realität ist ein Konsistenzversprechen, das gebrochen wird, nicht eingehalten wird. Und die Instanz der Eltern, die maternale, paternale, das heißt die Vernunftinstanz gewissermaßen, der gesunde Menschenverstand wird immer so tun, als gäbe es das, den festen Boden, als gäbe es gewissermaßen die Nichtfreihändigkeit des Denkens, als gäbe es, als könnte man Philosophie tatsächlich, als könnte man Wissen aus Wissen generieren. Das geht nicht in der Wissenschaft, das geht nirgendwo. Also es gibt immer die Erfahrung der Inkonsistenz unserer Gewissheiten, unseres Wissens, unserer Evidenzen. Und das ist ein kritischer Moment, das ist ein Krisenmoment, in dem wir gerade die Brüchigkeit, die Fragilität oder eben das, was ich Inkonsistenz nenne, die Inkonsistenz eben dieses Konsistenzgewebes oder Konsistenzversprechens nennen würde, dass wir auf Realität nennen oder unsere Welt und so weiter. Also was macht Marguerite Duras? Ich will nicht zu lange sprechen und wir können ja nachher noch einen Wein trinken und dann gemeinsam versuchen, ein paar Schritte weiterzugehen. Aber was ich so faszinierend finde, und ich sage das nur aus meiner Subjektivität und beanspruche keine wissenschaftliche Neutralität, aber ich glaube, dass Michel Foucault hat einen Brief an Marguerite Duras gerichtet, ich glaube 71, und sagt, Sie sind die Schriftstellerin, das ist eigentlich eine Nietzsche-Paraphrase, Sie sind die Schriftstellerin, die ich nötig hatte. Und ich finde das einen wunderschönen Satz und der ist gar nicht bekannt in Deutschland. Habe ich auch nur ganz zufällig gefunden vor ein paar Jahren. Und was meint Foucault? Foucault ist natürlich auch ein Denker, der zum sogenannten Poststrukturalismus gerechnet wird. Also zu einer Tendenz im Denken, im abendländischen, okzidentalen Denken, das eben mit einer radikalen Infragestellung all unserer Konsistenzen, all unserer Evidenzen, all unserer Valenzen, all unserer Gewissheiten zu tun hat. Und da geht es aber nicht darum, jetzt in den Pathos der totalen Verunsicherung zu wechseln. Nie geht es einem dieser Philosophen darum. Die Frage ist, wie können wir Konsistenz erzeugen im Verhältnis zu dieser ontologischen Inkonsistenz, die der Raum der Kontingenz ist, die der Raum eben dieser elementaren Ungewissheit ist, die das fundamentale Erbe der Philosophie Nietzsches ist. Wenn Nietzsche sagt, Gott ist tot, jeder kennt den Satz, dann heißt das, dass alles schwieriger wird. Alles verliert an Stabilität, an Gewissheit. Es gibt natürlich diese berühmte Parabel vom tollen Menschen aus der fröhlichen Wissenschaft und so weiter. Also das, was haben wir getan? Was passiert mit die Erde, die gewissermaßen von allen Sonnen losgekettet ist? Also von der Sonne losgekettet heißt, da gibt es kein Fundament mehr. Es gibt keinen finalen Grund mehr. Es gibt auch nicht, sagen wir, diesen Sinngaranten, den wir Gott nannten lange Zeit. Ja? Also derjenige, der weiß, derjenige, der gewissermaßen den Sinn und die Bedeutung verwaltet, dieses, sagen wir, verzwickten Seinstheaters, in dem wir stecken. Und wir wissen ja gar nicht, wie wir da reingeraten sind. Keiner von uns hat entschieden, geboren worden zu sein, zu diesem historischen Zeitpunkt, in diesem kulturellen Kontext, unter diesen, sagen wir, ökonomischen Bedingungen und von diesen Eltern zum Beispiel und erzogen und so weiter. Also das all das determiniert uns ja. All das spielt ja eine Rolle. All das macht ja die objektive Unfreiheit des menschlichen Subjekts aus. Und ich glaube, es gibt eine problematische Tendenz in der Rezeption mehr des Poststrukturalismus als im Poststrukturalismus selbst. Also gewissermaßen eine Art von, sagen wir, libidinös besetzter Hypostasierung. Die ist eben nicht unschuldig, eben dieses Unfreiheitsphantasmas zu gehen. Das ist Phantasma der Freiheit zu befragen, ist das eine. Aber das Phantasma der Freiheit durch ein Unfreiheitsphantasmas
als Phantasma zu substituieren, ist auch nicht ganz unschuldig, hat auch eine Funktion. Und deshalb würde ich zum Beispiel auch vorschlagen, mit Duras nochmal die Kategorie des Subjekts zu befragen. Was ist das Subjekt nach dem Tod des Subjekts? Und hier bin ich beim Phantom. Was vom Subjekt hat seinen eigenen Tod überlebt? Ja, was vom Subjekt hat den Tod Gottes überlebt, was dasselbe ist? Also können wir die Kategorie des Subjekts weiter aktiv halten, reaktivieren, aber nicht eine alte, problematische, idealistische, metaphysische Kategorie. Aber im vollen Bewusstsein darum, dass der Ausstieg aus dieser Metaphysik genannten Tradition nicht einfach ist, dennoch versuchen, diese Kategorie unter verschärften Bedingungen, ja, gewissermaßen nochmal neu zu befragen, um gewissermaßen nicht in dieses schlichte Substitutions-, also Prothesen- oder Ersatzphantasma zu gehen, das eigentlich schon die ganze abendländische Denkgeschichte bestimmt hat. Wir substituieren das Verlorene durch was anderes. Wir wissen, dass irgendwann die Kunst die Rolle der Religion übernommen hat und heute wissen wir, dass die Ökonomie die Rolle der Kunst übernimmt. Also Kreativität war irgendwann mal in der christlichen Ontotheologie das Privileg des Kreators, also der gottgenannten Instanz, und wir waren gewissermaßen die Kreaturen, also die Geschöpfe dieser Schöpferinstanz. Dann wurde das ein wenig problematisch und lange vor Nietzsche, und ich vereinfache natürlich hier und spreche etwas schematisch, und dann dachte man, vielleicht ist die Kunst und auch die Philosophie eine Möglichkeit, ja, das zu den Verlust Gottes, ja, aushaltbar zu machen. Und jetzt sind wir natürlich auch dabei, auch das zu befragen, auch das mit guten Gründen. Aber und jetzt wissen wir, dass Kreativität heute einer der Schimpfvokabeln ist. Natürlich im Horizont des New Spirit of Capitalism. Wir wissen natürlich, dass heute der Appropriationskapitalismus unserer Zeit ein Kapitalismus ist, der natürlich sagt, der sich all diese, sagen wir, gegen ihn gewendeten Strategien dass er die internalisiert, dass er die appropriiert, sich aneignet. Und jetzt sind wir, das ist etwas, was ich, da sage ich Ihnen nichts Neues und das ist nicht meine Erfindung, aber das ist natürlich viel diskutiert seit 15 Jahren, dass wir jetzt in einem Kapitalismus sind, der sagt, sei originell, sei kreativ, be creative und so weiter. Und viele Bücher erscheinen seit 15 Jahren zu diesem Thema und ich glaube, das sind berechtigte Texte und so weiter. Nur auch hier würde ich nicht stehen bleiben. Ich fände, warum nicht den Begriff der Kreativität nochmal, nicht um in die Reaktion zu gehen, nicht um irgendeinen konservativen, ästhetizistischen oder wie man das nennen will, Kreativitätsbegriff zu reaktivieren, nicht um in irgendeine immer problematische Genieästhetik zurückzukippen. Aber ich finde, man muss, und da ist Duras einfach super stark. Mit Duras hat der Progressismus von Duras, das ist eine linke Denkerin, und der Progressismus von Duras war ja auch, dass sie zu gewissen Zeiten einfach auch die sogenannte Progression befragt hat, also auch den Feminismus ihrer Zeit befragt hat. Und nicht einfach sagen, okay, sind Sie Feministin? Ja, aber welcher Feminismus? Zum Beispiel, welcher Feminismus heute? Der Feminismus Hélène Cixous, der Feminismus von Luce Irigaray, der 70er-Jahre-Feminismus, der Différence Sexuelle, aber dann gibt es ja den Judith-Butler-Feminismus, oder ob er sich feministisch nennt oder nicht. Und jetzt haben wir Catherine Malabou, die versucht, also noch einen anderen Weg zu gehen. Und dann gibt es natürlich ganz viele andere Figuren, die ich ja natürlich auch nicht alle kenne und so weiter. Feminismus ist nur ein Beispiel. Ich glaube, dass es wichtig ist, einfach progressiv zu bleiben, indem man die Kritik immer auch auf sich selbst anwendet. Das gilt natürlich nicht nur für den Feminismus, sondern es gilt für alle Denkakte. Also nicht einfach sagen, die Philosophie hat sich erledigt, sondern vielleicht sagen, nein, aber ich definiere Philosophie auf diese Art. Und mein Begriff von Philosophie hat was mit einer Überstürzung zu tun, mit einer Vorwärtsbewegung, mit einer Öffnung aufs Unbekannte, wie Sandra sagte, mit einer Affirmation von Kontingenz, das heißt mit einer Selbstentsicherung aufs Unbestimmte, aufs Indefinite. Das ist doch die Situation, in der wir doch alle sind. Und dann einfach sagen, okay, was ist das Subjekt eben der Kontingenz? Wie kann man dieses Subjekt denken? Noch zwei, drei Bemerkungen, um nicht zu lange zu reden. Es gibt einen dritten Autor, also ich hatte eben von Heiner Müller gesprochen, eben Heiner Müller, der eben auch, wie Marguerite Duras sagt, der Text ist klüger als der Autor auf eine gewisse Art. Oder man schreibt nicht mit dem Kopf und so weiter. Das ist kein vulgärer Irrationalismus. Es geht nicht darum, sondern das ist einfach die Alltagserfahrung von allen, die einen Text schreiben. Und wenn es nur ein E-Mail ist oder einen Vortrag hat, man weiß ja nie, wo genau das hingeht. Man hat eine Vorstellung, wohin das gehen könnte. Und am Ende wird man ja auch ausgebremst von dem, was man eine Erfahrung nennen könnte. Wenn Heiner Müller sagt, eine Erfahrung kann man nur blind machen, dann entspricht das, finde ich, ziemlich präzise dem, was Duras Schreiben nennt.
eine Erfahrung kann man nur blind machen. Was Sie schreiben nennt, ist eine bereit sein, eine Erfahrung zu machen. Eine Erfahrung ist das, was meine Wissensökonomie und meine Gewissheitshaushalt destabilisiert. Sandra hat vom Haus gesprochen. Ein Haus ist ein großes Thema bei Duras. Aber Duras sagt eben auch das, und das wissen wir ja, dass das Haus ist ja nicht nur der Schutzraum, sondern im Haus finden die Monstrositäten statt. Familiäre Inkommensurabilitäten, Monstrositäten, Unkontrollierbarkeiten. Dinge, die ich gar nicht moralisch beurteilen will, sondern einfach nur versuchen will, einfach nur zu indizieren oder anzudeuten. Also das Haus ist ja ein Schutzraum, aber das Haus ist natürlich auch die narzisstische Fantasie schlechthin, das Schneckenhaus. Die Vorstellung, dass man sich vor der inkommensurablen Realität jenseits des Hauses retten kann, ins Haus. Und Duras ist natürlich diejenige, und das macht ihre atemlose und atemberaubende Intelligenz aus, dass sie natürlich immer auf der Höhe, sagen wir, dieser komplexen Dialektik blieb, zu sagen, nein, nein, aber im Haus ist ja auch das Monster. Im Haus sind die Monstrositäten, das Unheimliche. Ja, Freud, die ganze Psychoanalyse, Freud lässt sich zusammenfassen. So, die Gespenster sind längst im Haus. Du kannst das Haus schließen, du kannst die Fenster schließen, alles. Aber du kommst ja nicht, du wirst dich nicht schützen vor dem, womit du längst in Kontakt bist. Und für dieses X, für diese unbestimmte, unheimliche Größe, für diese gespenstisch-phantomatische Entität hat Duras ihre eigenen Begriffe gefunden, und ich nenne es Inkonsistenz, etwas trocken vielleicht begrifflich, und man kann auch von Unheimlichkeit reden, man kann von Monstrosität reden, man kann in jedem Fall reden von einem Subjekt, dem es nicht gelingen wird, sich einzuschließen in ein Einschließungsphantasma, das nichts als ein narzisstischer, auf sich selbst angewandter Protektionismus ist. Wir sagen immer, Protektionismus ist gewissermaßen, es gibt diese Vorstellung, dass diese altväterliche Arroganz des Professors zum Studenten oder zur Studentin, das haben sie nicht schlecht gemacht. Sie sind ja noch jung und so weiter. Okay, aber das Problem ist ja, der Protektionismus, das findet ja nicht nur da statt, sondern viel interessanter finde ich den auf sich selbst angewandten Protektionismus. Also die Vorstellung, dass man sich schützen muss vor dem, also wir denken natürlich an Jenny Holzer, protect me from what I want. Also dass man sich schützt vor dem, vor einem Wissen, ja, das nicht leicht integrierbar ist in die eigene Wissens- oder Subjektökonomie, das heißt in sein eigenes Selbstmodell. Und natürlich hat das Jacques Lacan das Reale genannt. Die Erfahrung des Realen als die Erfahrung der Löchrigkeit des Tatsachengewebes, das wir Realität nennen. Realität ist gewissermaßen dieses Narrativ mit Wahrheitswert, das funktioniert. Das funktioniert alltäglich für jeden von uns. Und wir können nicht leben, indem wir es permanent in Frage stellen. Aber Denken, der seltene, der Moment des Denkens und ist der Moment, in dem ich in der Realität gewissermaßen mein Vertrauen entziehe, wie ich sagte. Und das heißt, in der Öffnung auf das Reale, und das ist, was Marguerite Duras Schreiben nennt, und das ist auch das, was ich Philosophie nenne, also ein wenig Realität, etwas wenig Realität in ihrem Inkommensurabilität wert. Also Realität als das Reale, als das Unkontrollierbare, nicht unmittelbar und nicht sofort in einem Akt überhasteten Selbstprotektionismus als narzisstische Kränkung zu erleben. Einfach den Mut zu haben, zu leben hier und jetzt, also in einer Welt ohne zweite Welt, ohne Gott, ohne Sinngarantie, in der es nicht immer glatt läuft, aber es gibt ja nur dieses eine Leben, und ich finde, dass dieses Minimum an Erwachsenheit, ich glaube, das ist eigentlich das, was Marguerite Duras uns zumutet. Okay, ich höre hier auf und dann reden wir weiter.